Über eine Gewinnspielaktion konnte sich der FC Schweinberg 1959 dieses Testspiel gegen den BVB erkämpfen oder erarbeiten, wie auch immer man diese Aral-treue Aktion bewerten möchte. Aber der BVB startete in die Vorbereitungsphase und gab sich hier die Blöße. Es wurden provisorisch Tribünen aufgebaut und klar war, es war nur eine Frage der Höhe und wann das erste Tor fallen würde. Nach 3 Spielminuten war es dann der Neuzugang Thorgan Hazard, der bereits treffen konnte. Eine defensive Einstellung der Schweinberger wurde dann relativ schnell über den Haufen geworfen und von guten Kombinationen schnell in die Spitze auch überlaufen. 8. Minute, Marco Reus mit dem 2:0. Da kann Baumann mit der 96 im Kasten vom FC Schweinberg nicht viel halten. Aber es war für alle eine überragende Aktion. Julian Brandt, Reus und dann konnte sich Baumann mal auszeichnen. Vor allem auch die Möglichkeit bei Dortmund die Neuzugänge mal einzuspielen. Schulz und dann Reus, 3:0 nach 20 Minuten. Da hatte Schweinberg eine gute Phase, wo sie dann 12 Minuten kein Gegentor kassierten. Jetzt war es dann aber wieder soweit. Julian Brandt über die linke Seite mit Schulz. Das könnte wirklich eine überragende Kombination in der nächsten Saison werden. Nur 2 Minuten später wieder Marco Reus mit dem nächsten Treffer. Das geht jetzt viel zu einfach. Aber ist eben Kreisliga gegen Bundesliga. Da darf man nicht zu hart sein. Reus, Brun Larsen und Baumann, der hat wirklich einiges gezeigt an diesem Freitagabend. Hier gegen den Dänen, der von der U21-EM zurückgekehrt war. Sergio Gomez, auch er konnte sich dann mal zeigen. Steht ja noch ein Fragezeichen, ebenso wie bei Jakob Brun Larsen. Zumindest Gerüchte machten sich da teilweise breit über einen Wechsel. Hier konnte er dann in der 27. Minute den nächsten Treffer erzielen. Streuen dann mit dem Ballverlust gegen Marco Reus hätte man eventuell auch abpfeifen können, aber dann hätte man auf dieses wunderbare Tor verzichten müssen. 33. Minute. Schöner Schuss mit dem Außenriss und Baumann kann nur hinterher schauen. Balerdi und Zagadou, der dann mit dem Fehler an die Latte, der Ball von Gress und Kellermann setzt nach und macht das 1:6. 37. Minute, was für ein Moment für den FC Schweinberg, der hier gegen Ölschlägel erfolgreich ist. Gab dann noch die Möglichkeit für den BVB vor der Pause zu antworten, Hazard, aber wieder Baumann. Den konnte man auf jeden Fall in einigen schönen Paraden an diesem Abend beobachten. 4 Tore alleine von Marco Reus im ersten Durchgang, aber es war nach wie vor einfach schön anzuschauen. Schweinberg haute alles rein, aber der BVB spielte schnell, zu schnell für den Kreisligisten und in der 53. Minute machte dann auch Julian Brandt einen Treffer. Eröffnete das Torfestival im zweiten Durchgang. Und wieder Hazard bringt den Ball in die Mitte. Marco Reus, 8:1, 58. Minute. Natürlich war das jetzt nur noch die Frage, wann wird es zweistellig? Wird es zweistellig? Davon konnte man vor der Partie ausgehen und Julian Brandt machte dann zumindest schon mal das 9:1, 63. Minute. Aber Schweinberg nach wie vor hauten sie alles rein, aber Marco Reus spielte dann diesen genialen Ball zu Brandt. Er hat die Übersicht, Brun Larsen und dann wieder der Keeper vom FC Schweinberg. Für den war das wirklich ein Highlight und nach wie vor ohne Fehl und Tadel. Julian Brandt, Weigel, Reus, 10:1, jetzt war es zweistellig in der 71. Minute.
gab immer wieder Phasen des FC Schweinberg, ohne Frage, wo sie sich wirklich gut und kompakt zeigten und eben den Treffer, den sie erzielten, auch ja, verdient gehabt haben. Jetzt wurde es aber ein bisschen übler. 75. Minute, Marco Reus mit dem 11:1. Wuchtiger Schuss, Baumann ohne Chance. Fehler von Michel jetzt, brandschnell in die Spitze und Hazard beweist gute Übersicht. Marco Reus, 80. Minute, 12:1. Und zum Abschluss nochmal der BVB, Nico Schulz, Julian Brandstedt zu Hazard und der Neuzugang, der es eröffnet hat, beendet es auch mit dem 13:1. Unter dem Strich aber dennoch ein überragendes Erlebnis. Er hier, Kellermann, hat den Treffer erzielt und wird davon noch seinen Kindern erzählen.